Die Karren will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel, doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. Da steht ein alter Bekannter, den habt ihr schon mal gesehen auf dem Kanal. Bei dem haben wir den Motor getauscht. So, und jetzt hat das Ding Leerlaufprobleme. Schauen wir mal. Das macht er ganz alleine. Tja. Ja, und wieder mal wollte irgendein Bademeister auslesen. Ja, keine Ahnung. Vielleicht mal hier drunter gucken. Das ist die wesentlich bessere Lösung. Warum macht er das überhaupt? Da muss ja die Drosselklappe sein, die auf und zu geht. Ich meine eine Drosselklappe, aber die habe ich auch noch hier. Die ist mit Seilzug. Das Anlernen von den Dingern ist total überbewertet. Eigentlich ist in dem Moment, wo sie Strom kriegt, macht die das selbst. Also diese Anlernerei, die man des Öfteren mal hört, das ist totaler Quatsch. Wie gesagt, theoretisch sollte sie in dem Moment, wo sie Strom kriegt, wissen, was los ist. Ist ja eigentlich auch nur der Leerlaufsteller bei dem Ding hier, weil der hat einen Seilzug. So, was haben wir denn hier? Da drüben ist die Kurbelgehäuseentlüftung. Da ist gewesen. So, das war's. So, was haben wir denn da? Sauber ist sie. Da habe ich dann mit dir reingespielt. Kann ich mal reingehen? Nö. Erstmal gucken, ob hier die Spannung passt. Die passt. Einen. Können wir mal nach vorne. Eine andere Lampe holen. Ja, da unten drin geht es auch. Eigentlich nichts wahnsinnig Aufregendes. So. Mal gucken, ob der Stecker irgendwie dreckig ist. Nein. Starten wir nochmal, dann sehen wir ja, was sie macht. Drucksensor von der Ansaugbrücke, der hat ausgestiegen. Jetzt soll er ausgependeln. Jetzt läuft er klarerweise zu hoch. Ja.
normal, weil er den Druck nicht feststellen kann in der Armbeugstrippe. Der hat ja kein Luftmassenmesser. Das läuft über dem über Druck, wenn der Unterdruck in der Armbeugstrippe ist. Das ist hier der Sensor. So. Natürlich habe ich das hier. Die Meisterwerkstätten bei euch sind ja wirklich meisterhaft, muss ich sagen. Die lernen eine Dreiviertelstunde an. Bitte? Die haben versucht, eine Dreiviertelstunde anzulernen. Nicht schlecht. Und hat dann nicht funktioniert, ja, und dann ist gut so. Ja, machen wir nicht, ne? Ja, ja, kenne ich. Ja, ja, das ist ein altes Auto, hat keinen OBD-Stecker, kann ich nicht. Was haben wir denn da? Torx haben wir da. Mal gucken. Vielleicht kann man den auch noch sauber machen, das geht auch. Ja, Saugrohrdrucksensor ist öfter mal, wenn der Leerlauf anfängt zu spinnen, ist der öfter mal in Verdacht. Sollte so eine Werkstatt, Meisterwerkstatt eigentlich wissen. Also haben die gar nicht geguckt. Ja, den Termin machen irgendwann und wenn erstmal, da steht der Wagen, dann wird erstmal gesucht. Ne? Das geilste fand ich die Behauptung, ich komme in das Steuergerät nicht rein mit einem normalen OBD-Gerät. Der Kabelbaum ist kaputt. Das fand ich schon wieder gut. Der hat gar kein OBD. Der hat VCDS. Also VW eigene Software. Ja, das ist der Saugrohrdrucksensor. Ja, da habe ich auch gefragt bei VW, den Bekannten. Der hat gesagt, die haben da keine mehr. Das ist schon zu alt. VCDS? Ne, die waren da. So, das ist hier Saugrohrdrucksensor, ne? Der Wagen hat kein Luftmassenmesser. Etwas ältere Einspritzung. Versuchen wir jetzt mal sauber zu machen. Da sind wir auch schon wieder. Dem Cordova haben wir das Ding mal kurz geklaut. Schauen wir mal, was der sagt. Genau so habe ich das geplant. Und wenn das jetzt nicht ist, dann ist die Drosselklappe ganz schlicht und ergreifend durch. Ist aber auch kein Thema, habe ich auch da. Auch da, Mensch. So, machen wir hoch.
wechselig. Die ist auch ein bisschen ausgeschlagen. Ich hab ja nur Ärmel gespielt. Okay, also. Ja. Da kann der eine beim Fahren auf einmal oder wieder hier. Nö. Jetzt nicht mehr. Da war irgendein Widerstand hier oben drin und zwar das hier. Hier, dieser kleine Spalt muss ja da sein, ne? Und da kann man nicht hin. Und deswegen hat er immer versucht nachzuregeln. Und deswegen kam das rum, rum, rum. Hat der Reiner im Zimmer ein bisschen geöffnet und dann bin ich auch so rumgegangen. Ja, ja. Ich kam überall von dran. Ne? Ist ja grundsätzlich auch richtig. Nur wenn da irgendwo, sagen wir mal, unten an der Klappe ein Korn sitzt oder sowas in der Richtung, deswegen zieht man die eigentlich ganz auf und macht mit der Zahnbürste die, vor allen Dingen die Flanken sauber. Ja, deswegen, wenn die nicht mal richtig schließt, versucht er immer wieder nachzuregeln in den Leerlauf. Dann war er das nicht. Da war es die Drosselklappe. Da kann ich den anderen jetzt da einbauen. Jetzt bleibt der hier drin. Ja. Ja. Die geben sich doch keine Mühe und gucken danach. Ne? Der eine sagt mir, kann mich doch nicht von, dann muss ich einen Mann abstellen, um das aufzulegen. Da habe ich jetzt von den Kindern noch einen Kunden dafür gesagt. Ne? Die liebe Mann, alte Autos, das ist für die nichts. Nee, das muss alles muss auslesbar sein und die Autos müssen eigentlich sagen, was sie exakt haben, ansonsten passt da gar nichts. So, was auch noch aufgefallen ist, der Wagen verliert sporadisch Wasser. Hier oben ist es feucht und jetzt kommen wir zu dem Thema, warum ich diese Klemmschellen hasse. Die ist nämlich undicht. Die hält den Schlauch nicht mehr vernünftig zuverlässig zu. Ja. Jetzt mache ich mal den Deckel auf. Das wollen wir gleich ergänzen. Ist ja nicht viel, dass der Druck weg ist. Alles nicht magnetisch, das ist blöd. Da hat man einmal eine Magnetlampe, die funktioniert. So, wollen wir mal gucken. Ja, diese Klemmen sind die Pest. Wie gesagt, da kann jeder seine Meinung zu haben. Ach da. Da kann jeder seine Meinung zu haben, wie er möchte. Ich hasse die Dinger wie die Pest. Wenn die einmal ihre Spannung verlieren, suppt euch die ganze Karre leer, ohne dass ihr das merkt. Und dann steht er da mit dem kaputten Zylinderkopf. Ziehen wir das vernünftig fest und dann kommt da auch nichts mehr raus. Das ist auch nicht billig, denn das kostet 25 Euro. Auslesen 25 Euro? Ja. Könnte das den ganzen Tag machen, glaube ich. So, jetzt kann ich das Ding nicht richtig zuziehen, ganz im Gegensatz zur Klemme. Gleich mal gucken, wie viel raus ist, ergänzen und dann sehen wir weiter. Soll ich was holen? Ich habe was mit. Oh, das ist gut. Ja. Ja, wenn er regelmäßig verliert, ist das gar nicht so schlecht. Der Schlauch oder ist das jetzt nur die? Das war nur die Schelle. Diese Schellen halten einfach nur von 12 bis Mittag, das ist das Problem.
Ja, das sollte passen. Ist das da unten drin im Behälter, ist das Schmutz? Oder was ist, wenn man mal so guckt da oben? Ja, das sind Ablagerungen. Normalerweise soll das Zeug ja alle 2 Jahre gewechselt werden. Wenn das nicht gemacht wird, dann wird da halt irgendwelcher Klumpatsch gelöst und landet im Ausgleichsbehälter. So, einmal laufen lassen das Ganze. Sehr witzig. So, jetzt hat man das Problem, dass sich der Leerlauf nicht gefangen hat. Wir haben nochmal die Drosselklappe getauscht. Die nächste Drosselklappe hatte das auch, habe noch eine Drosselklappe eingebaut. Ich stelle gerade die Zündung ein. Ja, ich weiß, ein Strobo hat keiner mehr. Ich schon. Da, und er fängt sich. Der stand zu spät. Ja, jetzt steht da genau richtig. Ja, die Dinger hat kein Mensch mehr, ne? Bin auch mal gefragt worden, was das ist. Mechatroniker-Lehrling. Ich sag, das ist das OBD-Gerät von früher. Ja, klingt schon besser. Ja, das ist der Motor, der damals reingekommen ist. Kann natürlich sein, dass sich das... Ne, beim Einbau hat er ja funktioniert. Das verstellt sich auch mal, ne? Das ist mechanisch, so ein Verteiler. Da muss man das halt ein bisschen nachregeln. Aber jetzt läuft er gut. Er fängt sich. Klingt gut. Wir hatten das Problem, dass er beim, also er drehte ganz normal hoch, aber beim Runterdrehen praktisch ging er aus. Ne? Das ist das Problem. Testen wir noch was anderes. Okay, ja, die Zündkabel sind durch. Das ist okay. Aber das vom vierten Zylinder gibt kein Signal. Hast du auch da? Ja, das ist mit der Stroboskoplampe auch mal ganz praktisch. Hier vorne am Verteiler habe ich es. Ja, so tun wir auf jedem Kabel. So, gehe ich jetzt zu den Kerzen. Die Kerze, die war nass da, ja. Wieder. So, fangen wir vorne an. Hier ist okay. Hier ist okay. Hier ist okay.
Ja, jetzt hat er sich auch ein bisschen beruhigt. Aber mal neue Zündkabel wäre vielleicht nicht schlecht. Mal ja, mal nein, ist blöd. Ja, ich mache den Verteiler wieder fest, dann tauschen wir die Zündkabel noch aus. Ja, auf den Zahnriemen werfen wir gleich noch einen Blick. Ja, zündet die immer. Hast du jetzt gesehen, ne? Manchmal zündet der, manchmal nicht. Ich will den vierten nehmen wir raus. Erstmal eine, ja. Okay, machen wir den Motor aus, der läuft nicht. Anspringen gucken. Ja, sauber. Perfekt. Ja. Das ist ein echtes Problem, ja. Jetzt läuft. Jetzt schon rein vorne sie 1-3-2-4 da. 1-3-4-2 sind bei Folge. 1-3. Jetzt will er wieder nicht. Der hält den rein, Das stellen wir gleich fest in meinem Zahnriemen gucken. Aber der Aufkleber auf dem anderen Auto sagte, der hat noch richtig Guthaben. Ja, ja, das ist genau. Genau das, was ich damals gesehen habe. Ist das eigentlich für ein Kennbuchstabe Motor AEX oder? AEX, genau. So, jetzt fühlst du hier drüber. Das passt. Jetzt drehst du hier einmal. So, und genau das darf er und danach soll es richtig schwer gehen. Und das ist auch komplett in Ordnung so. Nicht so wie bei dem Lupo neulich, den ich hatte. Ja, da kannst du nicht mehr nachgehen, das ist ein anderes Auto. Das war dein alter Motor. Naja, solange er läuft, der wieder sind, sollte er mal machen. Ja, ich wollte mal gerade eben meine Lampe holen, aber irgendwie, ach da oben ist sie. Wo ich die über meine Sachen verstecken. Naja. Der noch gut haben. Spannrolle ist auch gut. Ja, ja. Ich weiß, dass Oliver das damals auf hatte und hat gesagt, der passt wohl mit dem Aufkleber, der da drin war. Mit Spannrolle, mit Wasserpumpe ist alles dicht. Hier hast du die Wasserpumpe. Da ist auch nichts, was rauskommt oder sowas in der Richtung. Nichts Rötliches oder so. Und Lager. Auch komplett leise. Ja, kein Spiel, nix. Nee, nee. Der war in Ordnung. Der andere wurde auch zum Pendeln benutzt. Also der musste wirklich laufen. Und zwar... ist der wohl in Rente gegangen, der Mensch,
Und dann hat er sich ein Haus in irgendwo in Hinterdömitz irgendwo. Also ein Haus gekauft und mit dem weißen Caddy, den wir hier hatten, hat er den Umzug gemacht bis zum Getriebeschaden. Der ist also wirklich hunderte Male hin und her gefahren, weil ihm das zu teuer war mit dem Umzugsunternehmen. Ist er mit dem Caddy immer hin und her gefahren. Hat teilweise in Hamburg die nach Klamotten verscheuert und hat hier eine neue gekauft. Nur, dass er das mit dem Caddy machen konnte. Er sagte, seine beste Woche waren 3000 Kilometer. Nur den ganzen Tag hin und her gefahren. Er hat ein Haus geerbt, ne? Ja, und dann war irgendwann das Getriebe war durch, ne? Deswegen ist er bei mir gelandet. So, jetzt ist er ein bisschen abgekühlt. Mal gucken. Und schon wieder das Ding. Was ist das denn? Hat einen vernünftigen Leerlauf, sobald er warm wird? Ja, wie man hört, das Pendeln ist weg. Ein bisschen hat das noch. Ich adaptiere gerade die Drosselklappe auf die Holzhammer-Methode. Dieses Pendeln bedeutet im Grunde genommen, die Drosselklappe war nicht angelernt, ne? Zündung an. Vollgas. Vollgas weg. Vollgas. Vollgas weg. Hol sich gleich die Daten wieder. Unser Ziel sind so 850 Umdrehungen. Ja, so langsam klappt's. Ja, ich weiß, es gibt ziemlich viele Leute, die meinen, man braucht dafür VCDS, schlag mich tot, holala. Im Grunde genommen baust du das Ding ein, eine neue, und fährst los. Das simuliere ich ja eigentlich mehr oder weniger. Das dauert ein paar Tage, bis die eigentlich beim normalen Gebrauch, bis die angelernt ist. Ja, jetzt kommen wir langsam in den vernünftigen Bereich. Mal gucken, ohne Gas, ob er jetzt anspringt. Klingt gut. Jetzt muss der sich ja wieder Daten ziehen. Dauert ein bisschen. Also die adaptiert sich eigentlich selbst, im Grunde genommen. Ihr habt nur ein bisschen Geduld. Dann klappt das schon. Gut, wenn man jetzt VCDS und so ein Krempel alles zu Hause rumliegen hat, okay. So, jetzt hat er kurz die Drehzahl angehoben, weil die Ventilatoren angegangen sind. Wir haben Betriebstemperatur natürlich. Ja, er pendelt sich langsam ein. Wir haben jetzt 800 Umdrehungen. 800, 840, da pendelt dazwischen. Da kann man mit leben, denke ich. Jetzt klingt er auch gut. Ja, okay. So, jetzt gucken wir nochmal. Anspringen ohne Gas, ne? Perfekt. Und Leerlauf. Ja, das ist das Einzige, was immer ein bisschen nervt. Das Ding steigt immer wieder aus, wenn man Zündung aus hatte. Holt sich dann die Daten aber wieder. Da sind sie. 800, 840 Umdrehungen müssten eigentlich normal sein bei ihm. Also noch niedriger würde ich bei dem alten Motor nicht machen.
Ne? Also die etwas neueren davon, die Euro 4, Euro 3 Motoren davon, die laufen so bei 780 Umdrehungen. Ja, das klingt gut. Nochmal gucken mit Anspringen. Perfekt. Ja, das ist das Problem. Die Leute haben da keine Geduld für, beziehungsweise wissen sie es teilweise echt nicht. Zündung ist jetzt auch optimal eingestellt. Na, hier Drosselklappenpotentiometer, 800 Umdrehungen, Drehzahlsignal, Geschwindigkeitssignal logischerweise nichts. Drosselklappenpotentiometer, ja, ist doch schön. Nochmal starten. Perfekt. Gut, jetzt lassen wir den wieder abkühlen und dann sehen wir weiter. Ja, da sind wir wieder. Ja, nach der Probefahrt musste der gute Mann auch wieder nach Hause. Das ist nämlich gar nicht mal so weit, gar nicht mal so in der Nähe. Irgendwo ganz weit unten bei Uelzen. Da wohnt er. Ist schon tragisch, ne? Dass da keine Werkstatt irgendwie mal auch nur den Anschein von Motivation hat, ihm zu helfen. Der Mann ist doch ein Kunde. Ne? Bei der einen Werkstatt, wo wir damals den Caddy weggeholt haben, da war er langjähriger Kunde. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Gerade auf dem Land, die Kunden wachsen ja jetzt nicht auf die Bäume. Das ist ja für mich zu hoch. Tut mir leid. Wir haben ihm den Motor eingebaut und wenn er mich anruft und sagt, er hat Probleme mit dem Auto, dann kann er jederzeit vorbeikommen. Klar, ist weit weg. Ne? Ist sehr unpraktisch, aber ja, mein Gott. Ne? Lass ihn doch jetzt nicht hängen. Ne? Und wenn das ein Kunde ist, ich verstehe es einfach nicht. Ne? Und er hat jetzt wirklich ein paar Werkstätten ausprobiert und die erzählten einen Dünnschiss. Die haben versucht, mit dem OBD-2-Gerät, haben die versucht, bei dem 97er Caddy reinzukommen. Und erzählten dann, weil sie nicht reinkommen, da ist der Kabelbaum kaputt oder das Steuergerät oder weiß der Teufel. Der hat kein OBD. Ich glaube, das heißt VAG-COM oder sowas in der Richtung. Also dieses alte Protokoll ist das. Ich kann das auch nur mit dem Laptop machen, mit Delphi. Meine OBD-2-Geräte kommen da auch nicht rein, da brauche ich nicht probieren. Ne? Das weiß man eigentlich auch. Naja, bis auf diese Leute eben halt. Das ist, ich verstehe es auch nicht. Ja. Offensichtlich ist da der Versuch schon strafbar, irgendwie Kunden zu binden oder so. Keine Ahnung. Ja, das war gestern. Heute kümmere ich mich mal wieder um den Lupo, dass er mal wieder auf die Straße kommt. Der stand jetzt die ganze Zeit doof in der Gegend rum. Auch wegen der Innenreinigung, logisch. Muss ja trocknen. Heute waren wir ein bisschen unterwegs, einkaufen. Ich mache das schon länger mit den... bei uns heißt der hier Repo. Ich kenne auch noch Thomas Philips oder André Philips oder sowas noch Rechtsrestpostenmärkte. Ne? Ich habe hier zum Beispiel so einen Sortimentenkasten. Da sind vier Stück dran und einen Wandhalter. Für 8 Euro. Ja. Kaufe ich immer jetzt gerne. Und weil es so schön war, bei Repo. So eine kleine Werkzeugwand. Hätte ich nämlich hier ganz gerne links neben meinem Regal. Da sind zwei Grundwände drin im Grunde genommen. Ne? Und dann sind diverse Kästen, die man da einhängen kann. Ja,
kann man nicht genug haben. Ne? Es gibt so viel Krempel, Schrauben, Muttern, diverse andere Sachen, die ständig irgendwo rumfliegen. Hm? Fand ich gut. Das hat gekostet, ich glaube, 9 Euro noch was oder so. 12,95. Kann man auch nicht gegen sagen. Eins von diesen Systemen habe ich ja schon an der Wand hängen. Hinten. Da die Version in Blau. Aber Blau-Rot ist mir jetzt eigentlich völlig Latte, muss ich sagen. So. Ich habe mal überlegt, habe ich ja gesagt, die Servopumpe war platt, beziehungsweise ist platt, ist immer noch, ich habe nichts gemacht. Grundsätzlich ja, neue Servopumpe, richtig. Das wäre der professionelle, ne? Erstes Problem, ich komme an das Schlachtauto nicht dran. Unsere Wiese ist komplett unter Wasser. Zweitens, hätte ich auch eine kaufen können, ich war heute mal im Zulieferer. Manchmal muss ich auch in den Laden mal so ein bisschen, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, immer nur online kaufen ist voll uncool. Und da kann man halt hin. Und da war ich heute im Laden und habe da ein bisschen was eingekauft. Wie zum Beispiel so einen großen Trichter mit einem Filter. Also mit einem Sieb. Ich habe jetzt so oft bei Autos daneben gegossen, beim Öl auffüllen. Deswegen kommt der immer hier stationär an meine Wand. So. Was haben wir noch? Das verlinke ich euch wieder. Das kriegt der Kleine jetzt wieder regelmäßig. Beziehungsweise kriegt er jetzt regelmäßig. Jetzt, wo er vernünftig läuft. Ne? Richtig gutes Zeug. Muss ich echt sagen. Der Lendi lebt richtig, richtig auf damit. Ich verlinke euch das. Toll. Guck mal eben, Partikelfilter, da irgendwas ist. Ne, kein Hinweis auf Partikelfilter. Geht auch nur durchs Einspritzsystem. Ne? Also reduziert Ruß und Schadstoffe durch die vollständige Verbrennung für mehr Umweltfreundlichkeit. Blabla. Und verringert den Verschleiß aller beweglichen Teile des Einspritzsystems. Kann ich nur bestätigen. Ne? Wir haben mit dem Zeug schon einen Mercedes über die Abgasuntersuchung gekriegt. Der Trübungswert war zu hoch. War auch eine C-Klasse. Einmal das Zeug rein, einmal über die Autobahn, wieder zurück zum TÜV gefahren, beziehungsweise, wo ich immer hinfahre, zum GTÜ. Und durchgekommen. Das war's. Handwaschpaste, ganz wichtig. Blauer Lack. Ich hoffe, das ist der richtige blaue Lack. Laut Papieren da vor Ort ist das Richtige. Und ich habe ja oben am Dach diese Roststelle. Mich mal wegmachen bei nächster Gelegenheit. Gibt es ein Video zu. Scheibenreinigerschaum. Das Problem am normalen Glasreiniger aus dem Supermarkt ist folgendes. Der greift Plastik an. Und euer Tacho hat ja eine Plastikscheibe. Ne? Mit Scheibenreiniger von dieser Güte hier kann man dann auch den Tacho, die Scheiben sauber machen, etc. etc. Es gibt ja noch ein paar andere Plastiksachen. Früher haben wir in der Werkstatt damit immer Schnee produziert. Sieht man gar nicht auf der Kamera. Riecht auf jeden Fall lustig und Schneeflocken kommen raus. Naja. So. Was haben wir denn dann noch? Ja, Elektronikspray kann man immer ganz gut gebrauchen. Gerade wenn es um Zündung oder sowas in der Richtung geht. Muss ich euch nicht verlinken, ihr kriegt das eh nicht. Das ist eine Hausmarke. Ich kann euch was Ähnliches verlinken. Elektronikspray ist immer ganz passend, gerade wenn ihr irgendwelche belasteten Sachen habt, wie zum Beispiel Fensterheberschalter. Ne? Ihr macht automatisch auch in strömendem Regen die Türen auf. Ne? Ihr macht mal eine Tür sauber. Da kommt immer Feuchtigkeit rein. Rausnehmen den Schalter und ein bisschen einsprühen, ein bisschen abpinseln und abhusten. Dann ist das wieder in Ordnung. So, Farbe auch wegtun.
Wie gesagt, ich habe da so ein Problem mit Mikrofasertüchern. Ich kaufe die immer. Kann man auch nicht genug haben. Neue Polierscheibe für die Maschine. Muss ab und zu mal ausgetauscht werden, ne? Klar. Irgendwann ist durch. Das ist ein richtig schönes Ding. Und zwar ist das ein Rostradierer. Hier oben ist eine Glasfaserspitze. Sehr empfehlenswert. Kann man ganz vorsichtig rosten. Wisst ihr was? Ich mache es einfach mal eben kurz. Ich glaube, ich habe an der Haube irgendwo einen Pickel gesehen. Das ist die Vorbereitung fürs Tupfen quasi, ne? Und hier haben wir den Rostradierer. Schön aufsetzen. Einmal hier und einmal der daneben. So, seht ihr, jetzt ist der Rost komplett entfernt. Ne? Hier ist auch noch so ein Ding. Mach ich mal einen anderen Tag. Auf jeden Fall, das ist jetzt praktisch die Vorbereitung zum Tupfen. Ne? Erst den Rost runter weg und dann mit dem Lackstift tupfen, wenn man darauf Wert legt. Besser wäre natürlich Sprühlack, aber das muss ja erstmal auch alles vorbereiten. Ne? Den Rost aufzuhalten mit Austupfen ist auf jeden Fall schon besser, als die Haube irgendwann durchzuhaben. So, das hier ist das Öl, was er kriegt. Keine Ahnung, irgendjemand erzählt, es müsste auch grün sein oder sowas in der Richtung. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall die Freigabe. Ne? Ob das jetzt grün ist, werden wir feststellen. Und zwar, wenn ich das Ding hier rausziehe. Es ist grün. Ja. Ja, ich habe das mit dem Roten aufgefüllt, ob das Ding, beziehungsweise wo er es verliert. Ne? Das ist ziemlich irrelevant, ob das jetzt grün, blau, rot, gelb ist, kommt raus. Das soll es auch. Und das hat es gemacht. So. Das da bleibt noch ein Geheimnis. Ich teste nämlich eine Politur, die etwas günstiger ist als die ich benutze von 3M. Will mal gucken, ob die was taugt. Ne? Die kostet irgendwie 20 Euro oder sowas in der Richtung. Ganze Gegend dazu 50 oder 30 Euro für meine. Vielleicht ist es ja was, ne? Man weiß es nicht. Ja, wie man hier recht gut sieht, mehr als Waschanlage hat er noch nicht gekriegt, ne? Und das alles hier bleibt auch nach der Waschanlage. Ist halt, ja, wie erklärt man das jetzt am besten? Wenn ein Auto ziemlich einstaubt, ist das folgendes Problem. Wenn der Staub da drauf bleibt, der Lack wird kalt, der Lack wird warm, expandiert, geht wieder zusammen und schließt diese Staubkörner mit ein. Das ist das Problem. Ja, da sieht man auch ganz gut, warum ich hier hinten auch noch Lampen einbaue. Da vorne ist alles hell erleuchtet, hier nichts. Ja, mit der Politur soll man sich wohl angeblich einen Schritt sparen. Wir werden sehen. Halte ich jetzt schon für ausgeschlossen. Na gut, dass die Verschmutzungen weggegangen sind, okay, aber das war es dann auch schon. Mal versuchen wir es mal einzufangen. So, seht ihr diese Struktur gegen die Lampe? So, das sind alles Mikrokratzer.
von der Waschanlage. Und die hätte ich gerne in einem Arbeitsgang weg. Zu Deutsch, die Politur ist für solche Lacke mal so gar nichts. Da steht zwar drauf, für verwitterte Lacke, aber meinten die wohl was anderes mit. Ja, ich werde mich verabschieden. Wünsche euch ein sanftes startendes Wochenende. Und ja, dranbleiben fürs Ergebnis. Ne? Also wie gesagt, das Ding tauschen kann ich immer noch. Die Servopumpe. Nur ich habe ganz gerne so ein paar Artikel auf dem Kasten. Kühlerdicht zum Beispiel. Es gibt unglaublich ekliges Zeug, was so überhaupt nichts taugt. Ich benutze was anderes. Gerade bei einem Geländewagen kann ja mal wirklich ein Stein in den Kühler fliegen. Ne? Damit habe ich richtig gute Erfahrungen gemacht. Damit habe ich meinen toten Kühler bis nach Hause gebracht, 600 Kilometer. Hat funktioniert. Und danach bin ich auch noch weiter, sind wir mit dem Auto weitergefahren. Ich glaube, knappe 3 Wochen, bis ich einen Kühler gekriegt habe aus Großbritannien. Mittlerweile habe ich ja welche auf Lager. Wir hätten damit weiterfahren können. Ist also nicht diese braune Pampe. Ne? Ist nicht diese braune Pampe. Ist, selbst die Heizung funktionierte einwandfrei danach. Also, ne? Als unser Heizungskühler unterwegs kaputt gegangen ist, habe ich das nicht kurz geschlossen, sondern habe das Zeug da reingekippt. Funktionierte. Nachdem das dann repariert war, habe ich dann wieder gespült und habe wieder normales Kühlmittel reingepackt. Ja, richtig. Aber erstmal sind wir aus Nürnberg weggekommen. Ne? Ohne an dem, das Zeug nebelte nämlich den Innenraum zu und die Frontscheibe vor allen Dingen. Wenn jemand, schon mal der Wärmetauscher von der Heizung auseinandergeflogen ist, der weiß, wovon ich spreche. Es ist nicht angenehm. Beschlägt sofort alles und zwar richtig nachhaltig. Okay, wie gesagt, Samstagstart des Wochenende. Lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Mal.